Willkommen bei Josef Jung in Idenheim. Der TV hat den 55-jährigen Kandidaten für das Bürgermeisteramt in der Verbandsgemeinde Bitburgland und seine Gattin Maria in deren Haus besucht. Die Jungs pflegen das Dorfleben aus Überzeugung, bewirten gerne Gäste und feiern Geburtstage groß. Auch für den Gast gibt es einen selbstgemachten Snack. Ja, hier sitzen wir jetzt bei selbstgemachtem Schinken, den ich mit dem Nachbarjunge mache, und selbst hergestelltem Fietz. Das hält Leib und Seele zusammen. Mit viel Eigenleistung hat das Ehepaar sein Heim in den 80er Jahren gebaut. Zu tun gibt's immer genug. Für Josef Jung ein schöner Ausgleich zum Beruf. Das rund 2500 Quadratmeter große Gelände hält die beiden auf Trab. Nicht verwunderlich, dass auch Camping eine weitere Leidenschaft des Paares ist. Man treffe dabei verschiedenste Leute und jeder helfe jedem, sagt Josef Jung, für den Gemeinschaft und ein gutes Miteinander zählen. Dafür engagiert er sich auch im Ort.